In den Abendstunden des 24. Mai setzte sich ein Containerzug vom Lehrter Güterbahnhof in Bewegung. Eingestellt waren zwei Flachgüterwagen der BVG mit einem Viertelzug der Baureihe 480 auf dem Weg Richtung Hamburg zur internationalen Verkehrsausstellung 1988. Aufgestellt neben einem neuen Zug der Hamburger Hochbahn stand der kristallblaue Viertelzug auf dem Freigelände der internationalen Verkehrsausstellung. Das sicherlich zurzeit modernste Nahverkehrsfahrzeug wurde ständig von Ausstellungsbesuchern bewundert. Insbesondere der Führerstand war von größtem Interesse. Der Triebwagen des S-Bahn-Museumszugs war per Tieflader in Hamburg. Aufgestellt in einer Fußgängerzone warb er für Berlin. Wieder zurück hat man den Triebwagen auf dem Gelände der Bahnmeisterei Anhaltiner Straße wieder aufgegleist. Der Museumszug befindet sich noch weitgehend im Ursprungszustand von 1928. So ist der dazugehörige Beiwagen noch als Steuerwagen erhalten. Auch ist die rote Signallampe für Falschfahrten unterhalb des Spitzensignals noch vorhanden. Die Motore des Triebwagens sind zwar ausgebaut, doch wäre der Museumszug betriebsfähig. Für die Zukunft bleibt er erhalten. Eines Tages soll er in das Museum für Verkehr und Technik.